Beatrix Karl, ÖVP, ist nun am Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Kollege Strolz hat gesagt, Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft und eine Chancengemeinschaft. Das stimmt, aber die Europäische Union ist darüber hinaus auch eine Wertegemeinschaft. Und zu unseren gemeinsamen Werten zählt natürlich auch die in der heutigen Europastunde gegenständliche Solidarität. In der Präambel des EU-Vertrags ist vom Wunsch der Mitgliedstaaten die Rede, die Solidarität zwischen ihren Völkern und der Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Tradition zu stärken. Die Solidarität wird auch in zahlreichen Bestimmungen der EU-Verträge betont. So enthält zum Beispiel Artikel 222 Absatz 1 des AEUV die sogenannte Solidaritätsklausel, wonach die Union und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam im Geiste der Solidarität handeln, wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist. Darin kommt also zum Ausdruck, dass die Mitgliedstaaten füreinander einstehen, wenn einer von ihnen in eine Notsituation gerät. Wie steht es nun aber um diese Solidarität, wenn es sich um eine finanzielle Notsituation eines Mitgliedstaats handelt? Gilt dann das alte Sprichwort, beim Geld hört sich die Freundschaft auf? Wir als ÖVP vertreten zur Solidarität auf nationaler Ebene die Auffassung, dass Eigenvorsorge und staatlich verbürgte Solidarität im Gleichgewicht sein müssen. Solidarität darf ganz einfach keine Einbahnstraße sein. Uns ist nicht nur die Solidarität mit jenen wichtig, die soziale Leistungen in Anspruch nehmen müssen, sondern auch mit jenen, die soziale Leistungen finanzieren und erbringen. Der Einzelne darf von der Gemeinschaft immer nur das fordern, was er aus eigener Kraft nicht leisten kann. All das können Sie übrigens im aktuellen ÖVP-Parteiprogramm nachlesen. Eine Lektüre, die ich Ihnen nur empfehlen kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieses Verständnis von Solidarität darf aber nicht nur auf die nationale Ebene beschränkt werden. Auch auf europäischer Ebene gilt, dass es keine grenzenlose Solidarität gibt. Wobei natürlich diese Grenzen nicht immer leicht zu ziehen sind. Klar ist aber, dass auch die europäische Solidarität keine Einbahnstraße sein darf. Befindet sich ein Mitgliedstaat in einer finanziellen Notsituation, dann geht es nicht nur um die Solidarität mit diesem Staat, sondern es ist von diesem Staat auch eine Solidarität mit den zahlenden Mitgliedstaaten zu erwarten. Damit meine ich ein solidarisches Verhalten des notleidenden Staates, indem man nicht nur auf finanzielle Unterstützung wartet, sondern auch die notwendigen innerstaatlichen Reformen umsetzt und einen stringenten, nachhaltigen Sparkurs verfolgt. Daraus wird deutlich, dass die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten nicht ohne entsprechenden Regeln funktionieren kann, die man etwa braucht, um ihre Grenzen abzustecken. Als Juristin sage ich, Vertrauen ist gut, aber klare Regeln sind natürlich noch besser und sie beruhigen ganz einfach ungemein. Klare Regeln sind deshalb auch unerlässlich, weil Unklarheiten immer wieder Misstrauen erzeugen. Die Europäische Union kann aber nur dann funktionieren, wenn zwischen den Mitgliedstaaten nicht Misstrauen, sondern Vertrauen vorherrscht. Klare Grenzen wurden der Solidarität zum Beispiel im Sozialbereich gesetzt. Es gibt zwar ein Recht auf Freizügigkeit, aber kein Recht auf Einwanderung in die nationalen Sozialsysteme. Soweit geht die Solidarität eben nicht. Das hat auch der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache Dano klargestellt und damit auch viel Misstrauen ausgeräumt. Es spricht auch nichts dagegen, über Regeln betreffend ein europäisches Insolvenzrecht für Mitgliedstaaten nachzudenken, auch wenn dies ohne Zweifel ein sehr schwieriges und langwieriges Unterfangen sein wird. Aber das ist für die Europäische Union in Wahrheit ja nichts Neues. Solche Herausforderungen hat sie oft zu meistern und meistert sie auch mit Erfolg. Dankeschön.